Leni Marenbach hatte im Alter von 16 Jahren ihren ersten Bühnenauftritt in ihrer Geburtsstadt Essen. Weitere Theaterstationen wurden Zürich, Darmstadt, Wien und München. Zum Film kam die junge Schauspielerin Mitte der 1930er Jahre und war erstmals in dem Film Jana, das Mädchen aus dem Böhmerwald von 1935 auf der Leinwand zu sehen. Dort ist im Böhmerwald, da liegt mein Heimatort. Es ist gar lang schon her, dass ich von dort bin fort. Doch die Erinnerung, die bleibt mir stets gewiss, dass ich den Böhmerwald gar nie vergiss. Ungeheure Popularität erlangte sie dann ein Jahr später mit ihrem zweiten Film »Wenn wir alle Engel wären« an der Seite des Uferstars Heinz Rühmann, mit dem sie ab 1936 eine Liebesbeziehung hatte, während Rühmann noch mit seiner Frau Maria Bernheim verheiratet war. 1938 ließ sich Rühmann scheiden, doch da war die Affäre mit Leni Marenbach bereits wirklich abgekühlt. Hauptrollen in einer Reihe weiterer erfolgreicher Filme schlossen sich an. Erneut an der Seite Rührmanns in Der Etappenhase, Der Mustergatte, beide von 1937. Ich bitte dich, Freddy, sei ruhig. Ich bleib jetzt hier. Du wirst es schon mal schaffen. Nimm dich zusammen. Nicht nötig, Herr Evans hat gewonnen. Ich ziehe zurück. Was? Ich bitte dich, du kannst mich doch jetzt nicht im Stich lassen. Ich hab doch heute das Spiel um den Böttlerpokal. Und du weißt, ich kann ohne dich nicht spielen. Ohne mich? Das habe ich ja kennengelernt. Na, gib mir den Koffer. Und 5 Millionen suchen einen Erben von 1938. 14 Tagen habe ich sie. Und ich? Du bist beteiligt. Du hast mir damals geholfen, du hast mich aus der Misere herausgezogen. Dafür bin ich dir dankbar. Aber du darfst mich nicht in deine dunklen Geschäfte hinein. Hemmungen? Ja. Das ist so einfach. Das ist eine elegante Angelegenheit. Diesmal brauche ich die ideale Verbindung, Geist und Charme. Komplimente unter uns? Wozu? 5 Millionen, du kannst dich zur Ruhe setzen. Vielleicht auch wir beide unter Staatsaufsicht. Jeder in einer Zelle für die nächsten 10 Jahre. Ich trage gestreifte Kostüme nicht gern. Dann mach dich nicht lächerlich, hast du die Schiffskarte? 1939 spielte sie mit Johannes Riemann in dem musikalischen Lustspiel Ehe in Dosen. Ihr sollt euch nämlich hier wiedersehen, um euch endgültig darüber klar zu werden, ob die Scheidung für euch das Richtige ist. Oder? Oder ob ihr es vielleicht doch noch einmal miteinander versuchen wollt. Gegen Gerichtsbeschlüsse kann man nichts machen. Jetzt lass doch endlich die Spielerei und hör zu. Sei nicht so brutal. Hör endlich zu spielen auf. Diddle-dum, diddle-dum, diddle-dum. Wir sind geschieden. So, jetzt ist aber Schluss. Mit Ivan Petrovic in Zentrale Rio und mit Paul Hartmann in Irrtum des Herzens. Unangenehme? Tja, da gebe ich mir nun tagelang die größte Mühe, in gute Laune zu machen, dann kommt so ein Telegramm und ist alles vergeben. Ja, wirklich. Sie haben sich während der ganzen Überfahrt so nett um mich bemüht, dass ich den eigentlichen Zweck meiner Reise beinahe vergessen hätte. Na also, das wollte ich ja, Frau Hallenborn. Aber bitte lesen Sie diesen Brief. Ich bin sicher, dass Sie mich dann besser verstehen werden. Aber gern. Frau Hallenborg, Ihr Mann, der angeblich vor 1,5 Jahren tödlich verunglückte, lebt unter falschem Namen hier in Brasilien. Bis Mitte der 1940er Jahre erlebte man die Schauspielerin beispielsweise. 1940 in Frau nach Mars. Fräulein Annemarie, nein, ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das bis morgen früh schaffen soll. Also machen Sie keine Geschichten, Mümmelchen, es muss sein. Eine Hochzeit kann man nicht verschieben. Ja, schließlich weiß man ja einige Wochen vorher, dass man dazu ein Brautkleid braucht. Ja, nicht böse sein, Mümmelchen, aber ich habe es völlig vergessen. Ich habe so viele andere Sachen im Kopf. Ja, wenn ich gewusst hätte, dass Christian mit allem Brimborium heiraten will. Aber wenn es nach mir gegangen wäre. Ach, nach uns geht's nie. Fräulein Elsie, Fräulein Lotte, Fräulein Vera. Also wie soll das Kleid sein? Ja, es ist ein sehr hübsches Modell. Betont Herr. Das kann natürlich nicht jeder tragen, aber gerade Sie. Ich will ja nicht ins Kloster gehen, ich will doch heiraten. Das hier ist mehr fraulich. Ich möchte fast sagen, gemütvoll. Kann natürlich auch nicht jeder tragen, aber gerade Sie. Ich glaube, ich bin nicht der richtige Typ dafür. Das ist schön. Oh, das ist ausgezeichnet. Kann ich das mal überziehen? Da kann man das
vielleicht gleich ändern. An der Seite von Hans Sönker in Was will Brigitte. 1941 hatte sie Albert Matterstock als Partner in Die Wirtin zum Weißen Rössel. Du bist ja fast erdrückt worden. Oh, ich habe ein kleines bisschen und vor meinem Hand schon fehlen zwei Finger. Mein Tischchen, alles ist weg, aber es macht gar nichts. Naturkinder. Oh, findest du? Oh, leider etwas zu spät. Ich habe eben den Vertrag unterschrieben und du musst schon mit meinem Typ Pult nehmen. Aber wieso denn plötzlich hier? Du hast doch selbst gesagt, das wäre keine Rolle für dich. Ich habe gesagt. Ich habe es mir eben überlegt. Glaubst du, ich könnte mich nicht so auf Naturkind zurechtmachen? Das wird großartig aussehen. Ich habe ein festes Stirnbekleid. Solche Schuhe. Und 10 Bierkrüge und 20 Portionen Wurst mit Sauerkraut in den Händen. Das sind ja schließlich alles nur Äußerlichkeiten, die man lernen kann, die du selbst so gescheit gesagt hast. Aha. Ja, ich werde eben üben. Großartig. Machen Sie 2 bis 3 Wochen Urlaub, ja? Sehen Sie sich mal an, wie man so eine Wirtin spielt. Ja, ich werde trainieren. Ja. Wissen Sie wo? Am Wolfgangsee. Ich kenne die Rüsselwirtin persönlich. Also das Training möchte ich sehen. Wirst du auch. Jawohl, das tue ich. Ich fahre an den Wolfgangsee und werde arbeiten. Das ist alles Unfug, Eri. Ich spiele mit dir die Rolle. Dann eben nicht. Ich spiele die Rolle. Sei es auch mit einem anderen Partner. Von mir aus, bitte. Das ist mein letztes Wort. Bitte. Du kannst es dir noch überlegen. Ich überlege nicht. Das habe ich mir gedacht. Also bitte mach, was du willst. Ich mache ja keine Ahnung. 1943 spielte sie mit Karl Schönböck. 1944 trat sie zusammen mit Karl Radatz und Hansi Knotek in Das war mein Leben auf. 1945 war sie die Käthe Westhoff in Hans Deppes Familienkomödie Wie sagen wir es unseren Kindern? Bitte noch was vorlegen. Nein, 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 Wölfchen, Mutti hat keine Zeit. Mutti muss nach arbeiten. Sigrid kann dir noch was vorlesen. Aber nicht zu lange, da wird das Licht ausgemacht. Geh bitte auch bald schlafen. Ja, ja, ja. Wo steht denn eigentlich Klaus? Im Badezimmer, seit einer Stunde. Aha. Fips der Affe. Der Fips, das darf man wohl gestehen, ist nicht als Schönheit anzusehen. Was ihn denn jetzt verlangt? So eine Frechheit. Wer war denn das? Komm mit, komm mit. Natürlich, wieder geschmökert. Wie stellt man selbst Feuerwerkskörper her? Du untersteh dich, lieber Freund, so ein Mumpitz. Mumpitz? Das ist ein Buch von Herrn Diesel. Du wasch dich aber endlich und vergiss die Ohren nicht, die gehören auch zum Gesicht. Und dann gehst du schleunigst ins Bett. Ich habe noch zu arbeiten. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges widmete sich Leni Marenbach verstärkt ihrer Arbeit für das Theater, gab Gastspiele, ging auf ausgiebige Gastspielreisen. Und begann auch Filme bei der DEFA zu drehen. Eine schöne Rolle hatte sie 1949 an der Seite Willi Fritschs in der musikalischen Komödie Hallo, Sie haben Ihre Frau vergessen. In Martin Hellbergs Geheimakten Solvay erlebte man sie 1953 als Frau des Schlossers und Gewerkschafters Hannes Lorenz alias Wilhelm Koch Hoge. Danach spielte Leni Marenbach hauptsächlich Theater oder übernahm hin und wieder kleinere Rollen in Fernsehproduktionen. So stand sie für den Mehrteiler am grünen Strand der Spree 1960 als Frau von Zedenitz vor der Fernsehkamera. Man sagt mir, Sie kämen von meinem jüngsten Sohn, Wenceslaus. Dass ich Sie mit einer sehr traurigen... Ist gefallen. Ab Mitte der 1960er Jahre zog sie sich auch vom Theater zurück und trat nur noch sporadisch an Westberliner Bühnen wie dem Theater am Kurfürstendamm auf. Leni Marenbach, die kurzfristig mit dem Kameramann Walter Pinter verheiratet war, starb 1984 von den Medien relativ unbeachtet in Westberlin an Herzversagen und wurde in Berlin-Dahlem beigesetzt.